Ja, wir haben die Mannschaft natürlich genauso analysiert, wie wir jede Mannschaft analysieren werden. Und also ist eine Mannschaft, die jung ist, die aber auch sehr mutig agiert. Und deswegen müssen wir uns da wirklich gut drauf einstellen. Wenn du Spiele angehst, ist immer, was das Druck ist, wir sind als Druck, sondern es ist ganz einfach unser Job. Es ist ein Job, den wir zu tun haben. Und ja, ihr habt auch Druck, ihr müsst auch irgendwie abliefern. Und wir wollen die Spiele gewinnen. Und das, da machen wir uns schon selbst auch, ich sag mal, den Druck. Also ich finde, ja, es ist erstmal ist eine super, super gute Nachricht, weil Frankie wieder zurückkam im Team, auch wenn es vielleicht nur 5 Minuten sind, 10 Minuten, das nervt. Das ist letztendlich so eine Sache, die für uns, glaube ich, enorm wichtig ist, weil man natürlich auch sieht, es kommt ein bisschen Bewegung auch bei den verletzten Spielern. Und ich denke, nach dem Oktober, wenn vielleicht 2, vielleicht auch 3 Spieler wieder zurückkommen, also wir als Trainerteam, aber ich glaube auch die Mannschaft, die freut sich, wenn jeder Spieler da zurückkommt. Und mit Frankie, glaube ich, für ihn tut es auch gut, nach der langen Zeit wieder bei der Mannschaft zu sein, dabei zu sein, die Umkleidekabine zu spüren, ja, das Dress überzuziehen, der Mannschaft zu helfen. Und das haben wir auch besprochen. Er wird da sein. Und wenn die Gelegenheit sich ergibt, dass er spielen kann, dann werden wir das tun. Ich denke nicht, dass er 45 Minuten spielt, aber vielleicht 20, vielleicht 10 Minuten. Ich glaube, das wird ihm gut tun. Wenn du zu viele Fehler machst, so wie im Aufbauspiel mit Ball, wie wir das auch in Osasuna gemacht haben, dann wird es natürlich schwer, immer wieder die Dinge zu verteidigen. Gerade wenn eine Mannschaft eine Stärke hat, auch im Umschaltspiel. Deswegen ist auf der einen Seite natürlich wichtig, dass du wenig Fehler machst, dass wir unsere Qualität, die wir haben im Ballbesitz, auch auf den Platz bringen. Und das ist das eine, was die Spieler ja einfach auch gut machen. Sie wissen, wenn sie den Ball haben, wie man mit dem Ball spielt, wie man kombiniert, wie man ein gutes Positionsspiel aufbaut. Und da ist halt wichtig, wenig Fehler zu machen. Das Wichtigste, ich sag mal, um Spiele zu gewinnen, auch Meisterschaften zu gewinnen, ist die Defensive. Und da ist es klare Abläufe, da sind klare Verantwortungen, die man haben muss, die man im Spiel haben muss, jeder einzelne Spieler. Und da muss jeder klar sein, dass er die Verantwortung zu 100% auch auf den Platz bringen muss. Wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen, wir wollen das Spiel gewinnen. Und klar, das erste Spiel wurde verloren, aber für mich kein Grund, da die Köpfe hängen zu lassen, sondern es hat Gründe gegeben, warum das Spiel so verlaufen ist. Und jetzt geht es darum, dass wir die ersten 3 Punkte zu Hause holen. Und wir alle wissen nicht, was diese neue Champions League auch bringt, wie viele Punkte man brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass man klar von Anfang an möglichst viele Punkte sammelt.